Well, here I am. Right back where I was yesterday. The day before that. Herzlich willkommen bei Supreme. Heute haben wir zu Gast Roy Marquis. Ja, Roy Marquis. 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 Oh ja. Wow. Hey, die Musik ein bisschen lauter, bitte. Oh, Frankfurt! Ja! Roy Marquis kann man eigentlich fast gar nicht glauben. Das ist schon eine lange Zeit. Und wenn man sich mal die ganze History von Roy Marquis anguckt, was er wirklich von Tag 1 gemacht hat bis heute, ist es schon eine ganze Menge. Urgestein in Frankfurt, Urgestein im deutschen Hip-Hop, einer der Leute, die das Ding auch auf eine gewisse Art und Weise geprägt haben. Hip-Hop ist ja eigentlich eine Musikrichtung, wo vieles im Alter von 20 schon vorbei ist. Und wenn jemand also schon 20 Jahre innerhalb des Hip-Hop sich bewegt und immer noch relevant ist, immer noch für Bewegung sorgt, dann muss es schon ein besonderer Mensch sein und vor allen Dingen ein besonderer Hip-Hop-Künstler. Und Carlo ist definitiv einer derjenigen, die auch nach 20 Jahren immer noch ein gewichtiges Wort haben, einen gewichtigen Beitrag zu leisten haben. Ey, hast du noch auf Aufnahmen oder so? Das ist rot. Mit dabei sein soll. Die Zusammenarbeit mit Carlo auf musikalischer Ebene war für mich immer sehr, sehr spannend, sehr fruchtbar, weil er sehr viele Ideen hat, sehr tief in dem Hip-Hop-Ding drin ist, auch vor allen Dingen in dieser emotionalen Betrachtung von Hip-Hop, was für Gefühle und Atmosphären muss man transportieren, für welche Künstler, welche Songs, wie geht man mit einem Track auf einen Rapper ein, was für Konzepte kann man entwickeln. Der Carlo ist ja immer ein Mensch gewesen, der sehr weitgehende Ideen und Konzepte hatte, die er in seine Musik reingebracht hat und umgekehrt aus der Musik heraus in die Konzepte. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Von den Alben, die wir zusammen gemacht haben, die ja ihn als Produzenten hatten und dann verschiedenste Künstler gefeatured haben, wo ganz unterschiedliche Emotionen abgedeckt werden mussten und Styles, die dann aber trotzdem ein gesamtes Album ergeben sollten. Forget everything that was told to you, 'cause you didn't really hear it. Leave everything you ever saw before in a forgotten memory, you didn't really see it. Every action that took place was put there to deceive you, 'cause it didn't really happen. This is what it is. Why not keep production? Mein Verbales, Wahres ist mein Tales, mein Land sieht ein Portales, Kannibales, Text, was ich wissen lässt, was Geniales, Universales, mein Licht auf Fest, was ich fest, gestalten lässt, mein kleine Wichser, deren Licht verspricht, nicht mit Stress, der Wahlmetall aus meinem Geist entlässt, im Schweiß entsetzt, wenn sie sich ohne Fleisch verletzt, sie kreist besetzt, wie Kolonie, ganz erfetzt, denn es bleibt zuletzt, wo besteht mein Manifest. Hip-hop and rap, yeah, that's where my heart's at.
Eine Sache, die man über Roma Key definitiv sagen kann, ist, Roma Key ist jemand, der vielen Leuten eine erste Plattform gegeben hat, vielen Leuten eine erste Chance gegeben hat, und das ist was, was, glaube ich, viele Leute vergessen haben. Das ist eine Sache, die mir in den vielen Jahren, wo ich Roma Key kenne, immer wieder aufgefallen ist. Dass er ein sehr gutes Ohr hat für Leute, die noch nicht sehr, sehr viel Fame haben, aber viel Talent haben, diese Leute fördert. Und vor allem Leute, die ihm emotional gefallen, die eine bestimmte Energie haben, die er cool findet. Das ist eine Sache, die ich an Roma Key sehr zu schätzen weiß. Pippen, poppen, pitten, putten, Kreuz und Jakob. Roma Key 2000. Chris, kannst du mich hören? Hi. Fertig. Es geht nicht jetzt ab. Hitzjagd. Nehmen wir wohl noch nicht auf, oder? Boom. Ducky hat keinen Pimmel. Durch so eine intensive Zusammenarbeit haben wir natürlich auch als Menschen sehr viel Austausch gehabt. Wir teilen ja bestimmte Interessen, wie jetzt zum Beispiel japanische Teekultur oder alternative Medizin. Er ist ja sehr beschäftigt mit seinen Tai Chi Chuan, und ich bin ja von bürgerlichem Beruf Heilpraktiker. Das heißt, wir hatten also auch außerhalb der Musik sehr viel Gesprächsstoff, wo man sich immer wieder interessanten Gesprächen hingeben konnte und sich austauschen konnte. Roma Key war von Anfang an ein Typ, der mir persönlich auch sehr gut gefallen hat. Jemand, mit dem ich mich unterhalten konnte, jemand, mit dem ich einen gewissen ähnlichen Vibe hatte, und jemand, der auch manchmal genauso schräg drauf ist wie ich und auch manchmal genauso serious ist wie ich. Und wenn er was für sein Album macht, kommt er einfach und hat irgendwie zum Beispiel 5 Bücher eingepackt. Für jeden der 5 Weser Allstars 1, legt die auf den Tisch und sagt, ey, ich habe die einfach eingepackt, und jeder sucht sich intuitiv eins aus. Und dann kriegt eigentlich jeder so das Buch, was er durch Zufall, was passt. Und jeder zieht sich was draus raus. Oder zum Beispiel, ich wache morgens auf und Roma Key schon im Garten, macht Tai Chi, kommt dann rein und nimmt dann Vocals auf, macht Recordings und so weiter. Er hat einfach seinen ganz eigenen Style, seinen ganz einfachen eigenen Flavor, den er verfolgt. Und das ist das, was ihn ausmacht. Und was viele Leute an ihm hassen. Und was andere Leute wie ich und wie meine Jungs an ihm lieben. Weil es das ist, was ihn besonders macht, und das ist, was ihn auszeichnet. Und auch das ist, was er dem Hip-Hop-Ding geben kann und was er den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, geben kann, ist seine persönliche und eigene Art. Und das ist mehr wert als alles andere.